Hallo, heute zeige ich euch einen herrlich bunten Nudelsalat mit verschiedenen Gemüsesorten und das Ganze ohne Mayonnaise. Reichlich Wasser für die Pasta aufsetzen. Das Wasser gut salzen. Etwa 250 Gramm Brokkoli. Den Brokkoli in kleine Röschen zerteilen. Eine rote Paprika. Zweihundertfünfzig Gramm Pasta, eure Wahl. Etwas Olivenöl zum Anbraten. Eine Knoblauchzehe. Den Paprika, Brokkoli sowie den Knoblauch anbraten. Salz hinzugeben. Drei Tomaten. Hundertfünfzig Gramm Erbsen tiefgekühlt. Die Tomaten in grobe Stücke schneiden. Etwas Pastawasser zum Gemüse geben, damit nichts anbrennt und das Gemüse gar wird. Eine Avocado. Sobald die Pasta bissfest ist, ganz normal abgießen durch ein Sieb und anschließend zum Gemüse geben. Und ebenfalls die geschnittenen Tomaten sowie die gewürfelten Avocado.
etwa 20 Oliven. Anschließend kurz grob durchhacken und ebenfalls in die Schüssel geben. Die Petersilie fein zusammenknäueln, anschließend schön runterschneiden und grob durchhacken. Den Saft einer halben Zitrone. Um besser den Saft herauszubekommen, vorher kräftig auf dem Brett ausrollen, bis es sich weich anfühlt. Leicht die Finger öffnen, damit der Saft abfließen kann, aber die Kerne in der Hand bleiben. Etwas schwarzer Pfeffer. Etwa 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Ein Esslöffel Ahornsirup oder anderes Süßungsmittel. Zwei Teelöffel Dijon-Senf. Ein Esslöffel Olivenöl. Anschließend alles gut miteinander vermengen. Der Salat schmeckt am besten bei Zimmertemperatur oder gleich frisch. Und nun wünsche ich wie immer einen guten Appetit.